Monaco, Leute! Es geht wieder in den Süden, nachdem ich letztes Jahr leider nicht da war. Kommt dieses Jahr wieder eine extrem krasse, geile Vlog-Session, auf die ihr euch freuen könnt. Wir sind jetzt gerade losgefahren, wir sind alle noch müde. 4.30 Uhr bin ich losgefahren, jetzt haben wir es 5:30. Und heute, wenn wir da ankommen, also wir vermuten mal, dass wir so gegen 3 Uhr, vielleicht 4 Uhr ankommen, je nachdem, ob wir Stau haben oder nicht, findet schon gleich ein Event in Monaco statt. Und es ist ja noch Corona-Time, das heißt, es ist einer dieser ersten Events überhaupt, die mit Autos wieder stattfinden. Ein Lamborghini-Event mit über 50 Autos ist angesagt. Neue und alte Lamborghinis, ich bin sehr gespannt. Und natürlich dann alles das, was zusätzlich gerade so in Monaco unterwegs ist. Wir haben ja die letzten Monate die ganze Zeit verfolgt, was da unten los ist. Und das ist der Wahnsinn. Zwar sind die ganzen Araber natürlich nicht da wegen Corona, aber die Monegassen sind unterwegs. Da sind seltene Oldtimer wie Miuras oder 275 GDBs heute. Ne, gestern war sogar ein Naht gesichtet worden. Aber auch Hypercars, wirklich jeden Tag Hypercar Insanity. Und ich hoffe, dass wir das auch miterleben. Seid's dabei, 10 Tage Monaco, here we go. Was? What the fuck? Wie geil ist das denn? Kurzer Zwischenstopp in Lugano. Wir haben jetzt schon einige Kilometer hinter uns gebracht, wollten hier jetzt zum Kessel-Autohaus mal vorbeischauen, weil das direkt an der Autobahn auch liegt. Und steigen wir aus und genau in dem Moment kommt hier random ein 550 Barchetta vorbei. Das ist doch Wahnsinn. Was für ein Zufall. Und jetzt gucken wir mal kurz durch den Showroom hier durch. Soll auch ein Monster mal drin stehen? Weiß nicht, mal gucken. Da drüben steht übrigens ein GT3R. Da haben wir einen DBS Superleggera. Also ein Monster steht nicht im Showroom, aber ein ganz schöner 512 WI. Und ich weiß nicht, ob wir sie finden. Hier soll es irgendwo noch eine Garage geben und vielleicht kann man da noch mal einen Blick reinwerfen. Porsche fast direkt nebenan, neben Kessel. Gucken wir auch mal kurz rein. Heißer Tipp, wir haben zumindest schon mal die LKWs gefunden von Kessel, aber noch nichts zu sehen von einer Werkstatt. Wir müssen weitersuchen. Schon GTS? Wir haben es geschafft. Wir haben die Werkstatt gefunden. Es ist der Hammer, was da drin steht. Leider dürfen wir da keine Fotos und Videos drin machen, aber den F40 sieht man vielleicht noch im Hintergrund. Da sind unter anderem noch 3 Pagani Huayra untergebracht. Da waren 3 Pistas. Da war ein 288 GTO, 2x275 GTB. Krass. Also man darf da drauf, man darf sich umschauen, aber keine Fotos und keine Videos machen. Also an sich sind wir nur noch 200 Kilometer vor Monaco. Aber jetzt ist hier gerade Stillstand. Google Maps sagt 11 Minuten Verzögerung, aber wir stehen schon länger als 11 Minuten hier. Was ist das eigentlich für ein Scheißfleck hier an dem Fenster? Leute, seht ihr das da hinten? Da fahren die LKWs. Es geht gleich wieder los. Mit Mordsgeschwindigkeit über die Mauer hinweg und dann bis nach Monaco. Leute, wir haben es geschafft. Guckt mal da hinter mir, unser schönes Häuschen. Super gelegen, mitten auf der Hauptstraße hier runter nach Monaco rein. Das heißt, wir haben jetzt gut 10 Minuten, bis wir am Casino Square sind. Ich bin ja mittlerweile jetzt schon das 4. Mal hier in Monaco und es ist, so langsam kommt einem alles bekannt vor. Ich würde mich mittlerweile schon fast als Monaco-Experten bezeichnen. Gehen wir mal die Hotspots ab. Leute, wir haben eben schon was gesehen. Und zwar, als wir gerade die Autos ausgeräumt haben, fuhren schon die ersten Lamborghinis vorbei von dem Bull Days, die jetzt von heute bis Sonntag sind. Ich glaube, an die 10 Lamborghinis,
Diablo dabei, einen SVJ dabei. Und dann jetzt gerade eben, als wir noch oben in der Wohnung waren, kam gerade ein Pister noch vorbei. Habe ich auch noch gerade drauf bekommen auf Kamera. Leute, ich freue mich auf die nächsten 10 Tage. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt schauen wir mal erstmal, ob wir, also was wir am Casino Square sehen. Da fangen wir jetzt nämlich erstmal an. Gehen wir es nochmal durch. Hier haben wir Bentley GTC Super Sports. Da vorne 812. Das ist der von Pistador. Ist auch mit einem Aventador SV hier in Monaco. Geht's weiter. 458 Spider. Maybach haben wir hier aus England. Aus Holland ein Performante. Oh, das ist eine Number One Edition. Von dem Continental GTC. Mega geil. Ja. Cullinan. Dann haben wir G63 in Grün. Hier geht's weiter mit einem Wraith. Dann haben wir auf der Seite hier vorne SLS. Den kenne ich sogar schon aus, ich glaube, meinen ersten beiden Monaco-Urlauben. Da im Moment würde ich sagen, das Highlight. 300 SL Roadster. Auf der Seite noch ein Mulsanne und ein F8 Tributo. Den hier habe ich fast übersehen. SLR aus Frankreich, aus Paris. Und hier haben wir dann noch einen Ferrari 430 und einen alten Phantom. Das war's. Aber was vor allem geil ist, der neue Casino Square ist endlich fertig. Das sieht so geil aus. Auch da vorne auf der Straße mit dem dunklen Teer. Fotos sehen einfach jetzt viel besser hier aus. Kann man echt sagen, das ist gelungen. Und vor allem, das ist eine Baustelle, die ging echt schnell. Ne? Die ist am Anfang dieses Jahres hier wurde die eröffnet und im Frühjahr war das hier schon fertig. Gemballa. Leute, das geht so Schlag auf Schlag. Du kommst überhaupt nicht dazu, irgendwo Fotos zu machen oder mal gerade eine Story hochzuladen, weil direkt um die nächste Ecke kommt schon wieder irgendwas anderes. Jetzt haben wir den Diablo SV auch gesehen. Das ist jetzt schon der zweite Diablo heute. Der Casino Square, gut, habe ich eben gesagt, alles voll. 959 hat der Steffen gesehen. Den haben wir leider verpasst, beziehungsweise wir können ja mal gucken, vielleicht finden wir ihn noch. Vorne kommt schon wieder ein Cullinan. Performante. Da hinten auf der anderen Seite vom Hafen steht ein Speciale, weiß, das könnte ja sein, der eben hier vorbeigefahren ist. Und da vorne an der Seite ist noch ein Portofino und grauer. Und ich bin zwar kein Yachtspotter, aber hier hat man immer den Ausblick auf die teuersten Yachten, die ich so in meinem Leben gesehen habe. Mein persönlicher Favorit ist, glaube ich, der hier vorne. Mal in einer alternativen Farbe, dunkelgrau mit dem Petrol. Ich habe eine Diablo entdeckt. Warte, kriege ich ihn mit der Kamera? Da. Da hinten im Hafen steht ein gelber Diablo. Da sollten wir, glaube ich, mal hingehen. Das ist noch ein dritter, oder? Wir sind mittlerweile, glaube ich, weiß nicht, 3 Stunden hier oder so und wir haben es jetzt zum ersten Mal zum Roundabout geschafft und ich bin glücklich, denn dieser Roundabout ist endlich fertig gebaut. Die letzten Jahre waren hier immer so scheiß Bauzäune davor. Endlich sieht das Ganze schön aus und ist für Foto- und Filmaufnahmen. Gibt es was her für den adäquaten Hintergrund? Thank you.
trainiert ihr denn heute, oder wie? Leute, ich bin soweit echt zufrieden. Es geht so gut los. Wir haben so viele geile Sachen schon gesehen. Jetzt gerade die Lambo-Tour, allerdings nur so einen Teil davon gesehen. Aber die fahren jetzt alle zum Grimaldi-Forum. Das heißt, da werden wir jetzt mal zum ersten Mal alle Lambos auf einem Fleck sehen. Wir haben es geschafft, hier zum Grimaldi-Forum. Hier stehen sie alle rum. Hier ein paar haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Hier den Aventador noch nicht. Ich weiß nicht, ob es ein echter Le Mans ist. Ich weiß auch nicht genau, woran man zieht. Ich kann gleich nochmal untersuchen. Evo Spider kenne ich auch noch nicht. Den Urus hier habe ich auch noch nicht gesehen. Den Huracan auch noch nicht. Nochmal der gleiche Urus in blau. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon gesehen. Den grünen Huracan. Dann haben wir den SVJ, der stand eben am Hermitage Hotel. Dann haben wir hier einen Super Leggera. Den habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. SV, Mose SV, einer der Highlights heute. Haben wir eben im Tunnel gesehen. Dann geht es weiter. Hier grüner Performante habe ich glaube ich gesehen eben. Dahinter noch ein normaler Gallardo. Urus Gelb. Huracan Evo Grün. Da haben wir wieder den Balboni, der eben zwei, dreimal an uns vorbeigefahren ist. Performante Spider in Grün. Und das ist ja noch einer in dieser Le Mans Edition. Der sieht jetzt auch noch mal ein bisschen anders aus. Diablo da hinten in Rot, den haben wir eben gesehen. Das ist auch einer von den Fahrzeugen, die immer an unserem Haus vorbeigefahren sind. Murcielago, Gallardo, Spider, ein S, den habe ich definitiv auch noch nicht gesehen. Aventador S, auch noch heute, hat den Lift noch hochgelassen. Nochmal Huracan Performante, diesmal in Gelb. Der Gallardo, lustigerweise stand er echt die Woche noch in München in der Tiefgarage mit irgendwie so einem Breitbau-Kit, aber auch irgendwie mit Farben. Wenn man sich die untere Farbe und die Motorhaube anguckt, die sind nicht ganz identisch. Dann haben wir hier noch ein Gallardo, noch ein Gallardo in Gelb, Huracan Evo, oh geiles Grün, das sieht mega aus, Huracan Performante in Weiß und dann gehen wir nochmal die hier ab. Nochmal Huracan Evo Spider in Weiß, normaler Huracan in Schwarz, jetzt der zweite Diablo hier in Rot, den SV haben wir eben kurz gesehen hier, nochmal Performante in Orange und SV und nochmal normaler Huracan ganz zum Schluss und hier waren wir wieder. So, nach kurzer Recherche konnte ich jetzt feststellen, das hier ist also keine originale Le Mans Edition, hier ist einfach nicht der Frontsplitter, den der SV auch hat und hier vorne... Hier haben wir dann einen Murcielago SV und man beachtet die Frontlippe. Die haben wir hier bei der Le Mans Edition auch. Von daher ist das hier tatsächlich eine echte. Also ist das doch mal ein echt schönes, geiles Lambo-Event hier. Ich bin vor allem die ganzen Diablos finde ich ganz geil. Der SV ist hier leider nicht hingefahren. Murcielago SV, ein Murcielago Le Mans Edition. Was jetzt noch fehlen würde, wäre jetzt ein Miura oder ein Countach. Das wäre natürlich ganz schön gewesen. Sehr viel Huracans, sehr viel Gallardos. Dafür aber auch eine Balboni Edition. Und der Balboni, der Name kommt ja von dem Cheftestfahrer oder ehemaligen Cheftestfahrer von Lamborghini. Den habe ich auch eben schon gesehen. Steht da. Geil! Habe ich eigentlich davon schon erzählt? Der Steffen hatte eben einen 959 gesehen. Und jetzt packt er hier vorne. Sehr geil. Ja, tschüss Lambo Event. War sehr schön. Ja, leg mich doch am Zuckerli. Ich habe schon echt gedacht, ich sehe den nicht mehr. Und jetzt fährt er echt genau hier heute Abend vor. Ist das geil. Das ist mein allererster 959 Street Spot. Noch nie vorher einen auf der Straße gesehen. Mega.
kommt hier zu nichts. Man filmt gerade den 959, kommt ein 9FR vorbei. Straße hier haben sie neu gemacht. Steht auch mal DB11 Volante hinter 488. Was ist denn das? Zum ersten Mal hier am Fermont Hotel. Hier hat noch keiner geguckt heute. Aber hier ist eigentlich auch immer was. Zumindest haben wir ein Performante da. Oh, eine Viper ACR. Was ist das? GT3 und GT2 RS, Junge, was geht? Hier haben wir noch ein California. Hier steht noch ein Avi in mattgrau. 50s? Das sieht gerade aus wie ein 50s. Jetzt lass mich mal gerade hier gucken. Oh yeah. Ey, das ist ein Araber. Das ist ja sogar ein Araber. Ich dachte, die dürfen noch gar nicht einreisen. What the fuck, wir haben den 50s hier? Ey, ich komme heute Abend echt nicht mehr klar. Das ist gerade echt der Wahnsinn. So, jetzt nochmal hier von nahen ein Performante aus Monaco und hier vorne aus Belgien auch jetzt nochmal von nahen Viper ACR. Junge, ich bin fix und alle heute. Und dass das ein Araber ist da hinten, das ist ja nicht nur an sich schön, sondern das heißt, dass die eventuell doch wieder einreisen dürfen und vielleicht sehen wir davon noch mehr. Ich mache mal große Hoffnung. Das war, glaube ich, wieder ein Porsche da. Leute, das habe ich eben noch gar nicht erzählt. Als wir eben beim 959 noch standen, kam auch ein Ferrari 250 California vorbei in blau, wenn ich mich nicht täusche. Und in der Hoffnung, dass es ein Original ist, suchen wir den jetzt gerade. Ich habe jetzt nur gehört von anderen, dass der hier in den Tunnel reingefahren ist. Deswegen probieren wir es mal am Yachtclub. Die Suche war erfolgreich, da vorne steht er. Ich habe mir jetzt länger angeguckt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist kein Originaler. Das ist mega schade, aber trotzdem geil, den zu sehen. Jetzt haben wir es hier noch einmal. Wir sind ja eigentlich glücklich, weil wir den 250 gefunden haben, aber wir sind noch einmal hier zum hinteren Yachthafen gegangen, weil hier standen jetzt die letzten Tage immer zwei Pista Piloti und den einen sehe ich sogar von hier. Ich glaube, auf der Kamera wird es schlimm, aber wir gehen mal rüber. Hier haben wir ihn, der dunkelblaue Pista, leider nur noch einer. Hier standen die ganze Zeit immer zwei hintereinander, aber besser als gar keiner. Ja, Leute, jetzt haben wir noch einen Pista gesehen. Es ist mittlerweile 22 Uhr. Ich bin müde. Ey Leute, ich bin seit 4 Uhr wach. Bin 12 Stunden Auto gefahren. Und jetzt hier noch die ganze Zeit durch Monaco gelaufen. Ich schwitze wie ein Schwein. Aber ich bin trotzdem irgendwie glücklich, weil ich so viel Scheiß gesehen habe. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir sammeln jetzt wieder die anderen beiden ein. Jetzt kommt der um die Ecke. Irgendwas mit Spoiler. Dallara? Nee, Lotus. Ich dachte gerade. Wäre jetzt auch zu krass gewesen. Also, wir gehen wieder zurück, sammeln die anderen beiden ein. Die müssten noch beim Tweaker sein, immer noch darauf warten, dass der 959 losfährt. Die sammeln wir ein, dann gehen wir nach Hause, essen noch was bisschen und dann gehen wir mal schlafen. Ey, und morgen schlafen wir bitte ein bisschen aus, okay? Damit wir uns einmal regenerieren können. Der 959, er steht tatsächlich noch hier. Daneben immer noch der 911R. Aber es haben sich zwei neue Autos dazu gepackt. Und zwar einmal hier in russischer getunter Huracan. Aber das ist hier noch geiler.
918 Spyder. Und zwar auch mit diesen zwei schwarzen Streifen, genau wie der 959. Also höchstwahrscheinlich mal der gleiche Besitzer. So, jetzt sind wir hier noch ein letztes Mal am Casinoskör und ich bin sehr froh, hier vorne steht das Maybach-Coupé, was wir eben so gut wie verpasst haben. Fuhr einmal nur schnell an uns vorbei. Das ist schon echt ein seltenes Stück hier. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie durch ich jetzt gerade bin. Es ist jetzt 1 Uhr. Ich bin seit 4 Uhr gestern Morgen wach. Oh, es war so ein geiler Tag. Ey, wir haben so viel geilen Scheiß schon gleich am ersten Tag gesehen. Ich kann es gar nicht mehr alles aufzählen, weil mein Gehirn funktioniert auch gerade einfach gar nicht mehr. Mir tut alles weh. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will duschen. Apropos Hunger, ich muss gleich noch Essen machen. Oh Gott, wir werden morgen ausschlafen. Leute, das war's mit dem ersten Vlog. Wir waren nur einen Abend hier. Und der Vlog ist, glaube ich, schon ganz schön lang geworden. Also seid gespannt, was morgen noch so kommt. Morgen ist ein Samstag. Haut rein, gute Nacht.